Herzlich willkommen auf dem Genfer Autosalon. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen Diät und werden trotzdem runder. Das ist hier dem Suzuki Swift passiert. Der hat um 120 Kilo abgespeckt, wiegt jetzt 840. Seine Formen sind allerdings um einiges weicher geworden. Viel Luft überm Scheitel gibt es den Suzuki Swift. Ich bin 1,86 groß und über mir ist noch ordentlich Platz. Das ist sehr, sehr angenehm. Insgesamt ist der Swift sehr, sehr modern geraten im Innenraum. Großes Display hier in der Mitte. Neu sind die runden Lüftungsdüsen hier in der Mitte. Auch die Klimaanlage ist schön zu steuern. Alles sehr, sehr gut designt. Die Materialanmutung ist doch eher rustikal, hartes Plastik. Allerdings, der Swift kostet ab rund 12.500 Euro. Da erwartet man natürlich nicht lederbezogene Armaturenbretter oder dergleichen. Allerdings die Sitze und die Sitzwangen, das ist alles ein bisschen weich. Man muss mal gucken, wenn man den Wagen fährt, ob man dann in den Kurven möglicherweise seitlich aus dem Sitz fällt. Mit 3,84 Meter ist der Swift um 1 cm geschrumpft äußerlich, allerdings ist der Radstand auch um 2 cm gewachsen. Das heißt, man soll ein bisschen mehr Platz hier im Innenraum haben. Gut, mit meinen langen Beinen, es ist ein Kleinwagen, kann man natürlich nicht erwarten, dass ich hier die Beine komfortabel ausstrecken kann. Ansonsten haben wir im Verhältnis 2/3 zu 1/3 teilbare Rückbank. Der Kofferraum ist auch gewachsen auf 265 Liter, das sind 52 Liter mehr. Also bietet der Swift auf jeden Fall auch viel Funktionalität. Allerdings auch eine Ladekante. Zum Marktstart im April gibt es den Suzuki Swift dann in zwei Motorvarianten. Einmal als 1,2 Liter Maschine mit 112 PS und als Mildhybrid mit 1 Liter Hubraum und 90 PS, wie hier zu sehen. Der Mildhybrid hat einen großen Vorteil, der Verbrauch soll sinken auf 4,5 Liter. Das ist auf jeden Fall ein Versprechen. Und auch der Preis ist ein Versprechen. 12.500 Euro soll der Swift kosten. Und das ist für so einen rundlichen Wagen doch ein ziemlich schlankes Angebot.